Dieses Wochenende angeln wir am Koori-Alden, denn es läuft gerade fantastisch am Koori. Ei, auf der anderen Route ist sogar auch schon wieder was dran. Es läuft fantastisch. Wir hatten es zuletzt im Livestream getestet und jetzt hocke ich mich gerade ins Boot und es ballert direkt wieder rein. Also schwing dich an den Koori, an das Level 16 Gewässer, schnapp dir deine Spinning-Routen, aber nicht die ganz so leichten und dann gib ihm. Ich stehe jetzt hier gerade mit rund 12 Kilo Setup und das habe ich jetzt zuletzt im Livestream auch schon gemacht und es war wirklich, wirklich gut. Ich habe es lange Zeit nicht so fein gemacht, weil ich immer Angst um meine geliebten und wirklich auch teuren Snatcher-Köder hatte. Wenn man sich so überlegt, dass so ein Snatcher mit dreimal guten Puschelhaken so gerne mal in Richtung 120 Silber geht, dann möchte man den natürlich nicht irgendwie abgefressen bekommen von so einem ollen Hecht. Und ja, getestet auf 12 Kilo Vorfach und es ist einfach wild. Es ballern die dicken Brocken rein, es ballern gute Seewarnforellen rein, die ja recht scheu sind. Klar, Seefroh ohne Ende immer. Und natürlich auch zwischendurch Saiblinge, aber auch Koorski. Und was man halt am besten machen kann, das habe ich jetzt gerade schon angefangen, ist einfach verschiedene Farben vom Snatcher testen. Was immer ganz gut geht, ist der blaue, wenn man jetzt nicht ganz so viel Kohle ausgeben will. Der Nummer 2, der blaue, der, den ich jetzt hier gerade dran habe, da müssen wir gleich nochmal eben reingucken. Und auch durchaus mal der grüne oder eben der orangene. Also die 4, das sind so, glaube ich, die wichtigsten erstmal. Alter, Faller, der will aber gar nicht raus hier, ey. Und da ist schon direkt der nächste hinten dran, ey. Krass, krass, krass. Ich glaube, ich halte mal eben an und fange an zu pumpen, oder? Der stürzt sich ja eher in die Tiefe. Alter, da müssen wir erstmal ein bisschen Farbkorrektur gerade machen hier an der Cam. Was ist denn hier los, ey? So. So ist besser, Alter. Komplett ausgebrannt im Hirn. Mega, ey. So, komm, Alter. Nun ist aber langsam genug hier. Alter, fängt ja richtig gut an direkt. Fängt direkt gut an. Ich bin gerade erst losgetuckert. Ihr seht, ich bin noch gar nicht weit weg hier vom Anleger. Gerade losgefahren, die beiden Routen rausgeschmissen, Köder ausgewählt. Ich habe die dritte Route noch nicht mal umgebaut. Da ist immer, glaube ich, noch, da ist noch der Spinner drauf. So, jetzt mache ich aus. Motor aus. Mach mal ein bisschen lauter. So, jetzt aufstehen. Und da sieht man auch schon. Da sieht man auch schon, da sieht man auch schon. Und jetzt raus mit dem Kescher. Und sofort. Yeah, Alter. Knapp unter Trophy 9,972. Dicke, fette Seewahn. Fuck. Seefo. Dicke, fette Seefo, Alten. Nice. So. Auf Neuner. Auf Neuner. Sehr schön. Also, raus damit. Und next. Oha, da müssen wir auch langsam mal hochdrehen. Ich war noch entspannt auf 15, auf 10. Immer erst langsam anfangen mit der Bremse und dann gucken, gerade wenn man so ein dünnes Vorfach verwendet, dass man dann, dass er nichts abreißt oder sowas. Hochstellen kann man immer noch. Wenn abgerissen ist, runterstellen, dann ist halt zu spät, ne? So, dann gehen wir auch gleich hier nochmal schön in den, ich stelle mich nochmal auf, dann gehen wir auch gleich nochmal schön hier ins Trolling und wo man so schön langfahren kann und was man halt gut ist. Zack, nächste Seefo. Sehr gut. Hinsetzen, auswerfen. Wie weit wirft man aus? Mindestens 10 Meter. Mindestens 10 Meter ist die Scheuchwirkung vom Boot. Also, das ist halt wirklich das Minimum. Und dann einfach nochmal ein bisschen überlegen, wie tief geht denn euer Köder runter? Wenn ihr einen tief laufenden Köder habt, dann sollte man natürlich vielleicht auch so ein bisschen weiter auswerfen. Genau, hier Snatcher in Orange hatte ich drauf.
So, und nachdem ein bisschen weiter raus. Zack, zumachen, Bremse einstellen. Einholgeschwindigkeit hier bei der Route, die ich aktiv führe. Die machen wir natürlich schön hoch. So. Ja, und dann ist es wichtig, sich so ein bisschen zu orientieren. Ne? Zwischendurch immer wieder die Map aufmachen. Wir sehen gerade, ich fahre hier so grob in die Richtung. Also links, ich drücke jetzt hier auf A. Rum mit dem Arsch. Wir fahren ja jetzt quasi rückwärts. Und jetzt geht es hier in die Richtung. Ja, das sieht auch gut aus. Da können wir jetzt eine Weile hinfahren. Da passt das doch. Also, so geht das weiter. Und das ist eben jetzt auch eine Möglichkeit. Hier sieht man es so ein bisschen. Dieses aktive Führen der dritten Route. Heißt also, wir haben ja die hier in der Hand und können jetzt, das Einzige, was wir jetzt halt machen können, ist, wir können G drücken, dann geht hier der Motor aus. Wir können J drücken, dann geht das Trollinggang aus. Und den Anker schmeißen. Ansonsten, wenn wir die Route in der Hand haben oder irgendeine andere Route in der Hand haben, wir können halt nicht wieder starten und wieder reingehen. Das heißt, wir müssen, wenn jetzt irgendwo ein Fisch dran ist, sagen wir mal, wir gehen mal davon aus, dass jetzt hier auf der Route 2, die jetzt abgestellt ist, da jetzt ein Fisch reingeht, muss ich halt die aktive, die ich in der Hand habe, schnell einkurbeln. Bedeutet also auch, diese Route sollte vielleicht nicht unbedingt die schwächste Route sein, die ihr im Setup habt. Denn die schwächste Route, stellt euch mal vor, hier an der aktiven ist was dran und zack, auf der passiven, auf der 2 jetzt hier, beißt auch noch was ran. Dann habt ihr hier einen Drill, auf der anderen werdet ihr vielleicht sogar schon leer gezogen. Also absolute Katastrophe. Hier auf der aktiven, die muss Power haben, die muss Kraft haben. Da muss man schnell einkurbeln können. Auch da vielleicht vom Vorfach gerne mal ein bisschen dicker wählen, wenn ihr meint, dass das vielleicht sonst zu schwierig wird. Und dann links und rechts eher die etwas kleineren und feineren, dass ihr dann, wie gesagt, also wenn ihr unterschiedliche Set habt, dann, dass ihr hier schneller seid. Und wie gesagt, was man dann eben auch machen kann hier, dieses aktive Führen. Gerade wenn man eben mit Wobblern unterwegs ist, dass man dann einfach Einholgeschwindigkeit 50 hat und dann mit Shift einfach zwischendurch nochmal, zack, seht ihr hier, da kommt das Twitchen, einfach so diese einmal kurbeln oder einfach mal den Bügel aufmachen, die Schnur ein bisschen wegtreiben lassen, je nach Wobbler, manche steigen relativ schnell wieder auf, dann macht man den Bügel zu und der Wobbler schießt wieder nach unten, auch sowas kann immer wieder ganz gut die Fische triggern. So, jetzt ziehen wir hier schnell rein und nehmen hier so einen kleineren Brocken noch mit. Irgendwas Lüdes ist doch da reingegangen. Na guck mal. Auch nicht verkehrt. Hauptsache maßig alles, ne? So, und jetzt fahren wir hier so auch wieder einmal herum. Das so ein bisschen im Blick behalten, vielleicht noch so ein bisschen korrigieren. Routenspitze, die Routenspitze über der Mitte von diesem mittleren Teil hier. Routenspitze über der Mitte ist quasi die Mitte, wo ihr hinfahrt. So, und dann kann man halt so ein bisschen danach lenken. Da wollen wir jetzt hin und wir werfen natürlich wieder aus. Und auf der anderen ist auch noch was dran. Zack. So, rein damit. Ja, Seeforelle gar nicht so schlecht, wenn die Frequenz gut ist und wenn die ein bisschen Speck an der Rippen haben. Ich habe gerade schon geschaut, es gibt einen Kaffeeauftrag drin mit Seeforellen um 5 Kilo herum war das, glaube ich. Also auch da lohnt es sich dann. Und ich denke, die werden hier Stück für Stück reinballern. Jetzt will ich natürlich ungern die Seeforelle abgeben, die jetzt hier gerade 9, fast 10 Kilo schwer war. Das muss jetzt nicht sein. Aber so ansatzweise 5, 6, 7 Kilo würde ich, glaube ich, abgeben. Dann gibt es das, da gibt es natürlich im Café dann deutlich mehr Kohle für. Ja, und dann in der Nacht ein bisschen hoffen. Die Nacht ist tendenziell eher so ein bisschen ruhiger oder deutlich ruhiger hier am Koori. Was halt immer wichtig ist, die Temperatur. Wir haben es jetzt gerade 7,6 Grad, 23 Uhr abends. Ich denke, es wird jetzt langsam auch noch kühler. Und das ist auch immer so ein Anhaltspunkt. Wann geht man am besten zum Koori? Eine wirklich gute Temperatur und wo auch wirklich viel und häufig der Koorski gefangen wird,
ist bewölkt und ungefähr 11 Grad. Das sieht man immer wieder, dass bei diesen Temperaturen, dass es da dann auch wirklich reinrasselt. Das heißt, man guckt rein hier schaut schon mal, wie es dann aussieht und wie es halt in den nächsten Stunden dann aussieht. Das wäre jetzt natürlich hier schon alles richtig gut. Und noch besser wäre es, wenn jetzt, sagen wir mal hier, 11 Grad, leicht bewölkt, wenn das ein paar Tage in Folge ist. Konstante Temperatur über eine längere Zeit hin, das ist dann immer richtig praktisch. Ne, da ist nichts dran. So, jetzt müssen wir mal eben schauen, wo bretter ich jetzt hier gerade hin. Wir können auch hier einfach mal durchziehen, ne? Auch über diese Untiefen einmal hinweg. Und dann hier bis zum 13 Meter Loch kann man auch machen. Was aber, wie gesagt, in der Regel ganz gut auch ist und auch relativ simpel. Einfach hier diese kleine Runde um die Insel herum und dann einfach im Kreis rumbrettern. Geht auch ganz gut. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal eben hier einen kleinen Cut. Ich warte so ein bisschen die Nacht ab und dann sehen wir uns in den Morgenstunden. Ja, es ist mittlerweile 5 Uhr morgens. Es ist so gegen 4 Uhr langsam hell geworden. Es ist in der Nacht nur noch eine vernünftige Seefo reingeballert hier bei den 2-3 Runden um die Insel herum. Und ich habe jetzt nochmal einen weiteren Köder mit hier ins Spiel gebracht. Und zwar einen deutlich günstigeren. Was ist halt wichtig bei der Köderwahl am Koori? Wenn ihr euch nicht sicher seid, was gerade geht und was funktioniert, natürlich der klassische Blick immer wieder in die wöchentlichen Rekorde. Und wenn man dann hier an diesen drei Fischen mal, bei diesen drei Fischen mal reinschaut, sieht man immer mal wieder natürlich auch die gleichen Köder. Und zwar diese selbstgebauten. Die selbstgebauten, wenn man da jemanden kennt, der das geskillt hat, die selbstgebauten, und der da schon einige zigtausend Silber rein investiert hat, dann kann man da vielleicht mal anfragen, ob man so einen auch bekommen kann. Oder man schickt die Materialien zu und der baut einem die Sachen dann. Ansonsten, ich verwende in der Regel diese selbstgebauten nicht. Ich verwende gerne die normalen Köder. Und diese beiden hier, das ist doch schon mal ein richtig gutes Beispiel für ähnliche Köder. Snatcher, blau, relativ lang. Auch hier jetzt, ne, hier haben wir ja auch bei der Seewahn, blau, relativ lang Köder. Und hier eben auch, nicht ganz so lang vielleicht, aber eben auch blau und eher länglich. Daneben gibt es ja noch eine andere Köderform, und das ist die jetzt hier. Das ist dieses Runde. Also das ist halt eine andere Art von Ködern. Das heißt, wir sind hier momentan grundsätzlich schon mal mit einem länglichen Köder sehr gut unterwegs. Und das sind einfach so die Basics auch beim Kunstköderangeln. Das heißt, wenn ihr nicht genau wisst, welcher Köder der richtige ist, wie gesagt, gerne in die Rekorde reingucken. Gucken, was habt ihr Ähnliches von der Form her und von der Farbe her. Das sind die ersten wichtigen Punkte. Dann natürlich auch nochmal wichtig, was habt ihr Ähnliches vielleicht auch von der Tauchtiefe her. Denn die Fische halten sich ja dann auch in verschiedenen Bereichen auf. Und wenn man dann einen Köder hat, der auf einmal deutlich flacher an der Oberfläche langläuft, kann es gut sein, dass der dann nicht funktioniert. Ich hatte jetzt in der Nacht mal hier diesen dunkelgrünen verwendet, tausche den jetzt gerade mal wieder aus und nehme auch hier wieder einen Snatcher in, soll ich mal diesen hellgelben hier nehmen? Details, ja, ich nehme mal diesen hellgelblich-grünlichen. 2-0er Haken habe ich hier übrigens drauf, Puschelhaken habe ich hier drauf. Das ist ein sehr klares Gewässer, das heißt, hier versuchen wir nochmal zusätzlich zu triggern, die Fische. Sehr klares Gewässer, natürlich Fluorocarbon, Puschelhaken und Gibbing. Ist Puschelhaken Pflicht oder Muss? Nö, absolut nicht. Aber ich denke, wenn man die Chance hat, hier vielleicht nochmal ein bisschen Bonus zu triggern, kann man das doch gerne mitnehmen. Und deutlich bessere Haken an die Standard-Kunstköder dran machen, ist ja sowieso schon fast Pflicht, weil die meisten Kunstköder sehr, sehr schlechte Haken haben. Und häufig ist es dann so, dass unten die Actionbar nicht deine Schnur oder dein Set anzeigt, sondern quasi die schlechte Tragfähigkeit dann von deinem Haken. Von daher da immer darauf achten, wenn ihr gerade einen neuen Kunstköder verwendet und dann auch noch einen vielleicht, der nicht ganz so teuer ist,
dann in jedem Fall nochmal Silber investieren und dann einigermaßen vernünftigen Haken drauf machen. Zack, guck mal hier. Gerade nochmal so ein bisschen angetriggert und schon hier auf dem Dodger Crank 10er Serie. Ha, ne fetter Barsch, Alter. Knapp unter der Trophy, 200 Gramm unter Trophy. Naja, da geht noch ein bisschen mehr. Was natürlich auch durchaus geht, wenn ihr noch gar nicht so weit seid und sagt, Mensch, ja, Kunstköder und so oder Wobbler, das ist auch alles so teuer, kann ich gar nicht, habe ich gar nicht, einfach blinkern. Oder, was ich auch schon oft in den anderen Videos gesagt habe zum Koori-Angeln, man kann sich auch hier hinstellen mit dem Belaya-Set und den gleichen Ködern, die man am Belaya verwendet, also kleine 4 Gramm Köder, auch das ist absolut möglich. Es kann auch hier sein, dass dann ein dickerer Brocken reinballert und ihr dann hier mit dem Boot hinterherfahren müsst. Also kurbeln, lenken und gleichzeitig hier mit A und D dann auch noch steuern. Durchaus möglich, aber auf die Action kann man sich auch wirklich gerne mal einlassen. Macht auch wirklich Bock. Ich suche jetzt gerade mal eine andere Form raus, und zwar Minnow suche ich mal raus. Nehmen wir mal den hier in 7 Gramm. Der hat jetzt relativ einfache Haken. Das heißt, ich mache die Bremse noch mal weiter runter, weil ich nicht weiß, wie da die Tragfähigkeit der Haken ist. Und dann testen wir mal sowas ganz dünnes, längliches. Ach, da ist schon wieder was dran. Da geht schon direkt wieder was. Ja, der blaue, Alter. Vielleicht sollte ich einfach die beiden links, rechts auf blau umstellen und gut ist. Der scheint echt die ganze Zeit ganz gut zu liefern hier. Was haben wir denn da? Zack, die nächste Sefo. Auch in der Gewichtsklasse voll okay. Ist jetzt nicht der ultimative Silberbringer in der Gewichtsklasse. Sefo so um 4-5 Kilo macht dann schon eher Sinn und Spaß. Aber alles, was maßig ist, nehmen wir natürlich gerne mit. So, zweimal blau. Und wo wir gerade bei blau sind, ich baller hier auch nochmal den Hunter Blinker in blau rein. Denn das ist eigentlich die andere Möglichkeit, wenn man sagt, okay, ich schleppe gerne auch hier am Koori, aber Wobbler und so habe ich nicht oder zu teuer, dann wie gesagt einfach auch mal die Blinker nehmen. Und bei den Blinkern auch da, bei der aktiven Route, kann man hier halt mal zwischendurch sowas machen. Rechte Maustaste und dann weiter durchziehen oder auch hier jetzt eine lange Zeit ein bisschen Pause machen. Also man zieht jetzt quasi ja die ganze Zeit den Köder, dann einfach mal Enter machen. Der Bügel geht auf, die Schnur zieht ab, der Köder fällt quasi runter, wieder zumachen und schon geht er wieder hoch, der Köder wird wieder wobbelnd sozusagen so ein bisschen hier durchs Wasser gezogen oder natürlich auch hier intervallmäßig mal so ein bisschen dran rumziehen. So, jetzt holen wir mal eben kurz den anderen raus. Aber letzten Endes kann man genauso gut eben auch hier mit den Blinkern rumhantieren. Und auch da genau das gleiche, verschiedene Farben dann auch wieder testen. Ei, 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 siehst du, jetzt haben wir die Situation links und rechts. Ei, 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 links und rechts. Rechts hat es aber, glaube ich, ein bisschen gezogen. Das heißt, wir ziehen erstmal links rein. Der geht weniger doll in die Bremse, den haben wir schneller draußen. Und, komm ran hier. Zack, 2,8, schmeckt. Und jetzt gehen wir hier an den. So, komm ran hier. Ja, so muss das sein. Nächste Möglichkeit. Jetzt hatten wir die Wobbler, dann hatten wir die Blinker. Und dann nehmen wir natürlich auch nochmal die Spinner. Komm ran hier. Nur Sefos heute. Nur Sefos. Bisher noch keine Seewahn. Ich hatte gestern das Glück, direkt eine 6 Kilo Seewahn gefangen zu haben. Gestern? Vorgestern? Vorgestern. Zack, so. Und jetzt Blinker wechseln auf. Ach, ich liebe sie. Hashtag 4. Da sind sie. Die Spiker. Und weil ja blau gerade so geht, fange ich mal als erstes an mit den Spikern. Und zwar sind das die Spiker auf Hashtag 4 mit den 12 Gramm. Das sind die großen Dinger. So Moke wieder. So, und auch den hier einfach schön hinterher brettern lassen. Auf entspannt. So, dann gleich nochmal hier in die Kurve. Was
richtig gut geht, wenn ihr auch da mit den Spikern, das wäre wieder so eine Sache, die man sich vielleicht kaufen muss. Ich verwende die gerne am Yama, ich verwende die gerne an der Tunguska und auch zwischendurch halt hier zum Schleppen, die 12 Grammer. Was man wirklich gut allroundmäßig verwenden kann. Aquila-Köder, auch Aquila-Köder in 7 Gramm, auch die kann man ganz gut verwenden. Und auch, hoppala, wieder raus damit. Alter, der blaue Snatcher, ne? Einfach zu wild gerade, ey. Der liefert einfach gut. Wo sind die anderen? Moment. Da, andere Möglichkeit sind... Na, wie heißen sie? Die sind doch jetzt zuletzt erst reingekommen. Richtig, Vibra. Vibra, und zwar Vibra in die Nummer größer hier. Genau, mit 6,5 Gramm. Auch das hier wirklich gut. Zuletzt auch noch wieder... Hoppala, ist schon wieder einer dran. Zuletzt auch noch probiert an der Tunguska, da lief das auch ganz gut. Also das sind auch wieder Köder, die eben nicht nur für ein Gewässer dann mal geeignet sind, sondern die kann man immer wieder ganz gut verwenden. Und da lohnt es sich dann auch. So, zack, komm ran hier. Ja, Snatcher anscheinend sowieso, ne? Läuft und läuft und läuft. Next. Einfach zu viel Action. Spinner übrigens, wenn das hier um die Insel herum nicht so ganz gut funktioniert, Spinner auch einfach mal gerne testen am 13-Meter-Loch. Da einfach rauf und runter brettern. Zeige ich gleich nochmal eben auf der Map. Genau, einfach hier mit den Spinnern rauf und runter. Gerade hier in dem Bereich ist es vielleicht auch manchmal mit Blinkern oder Wobblern ein bisschen gefährlich, weil hier auch so eine Hecht-Area ist. Und wenn ihr hier mit den Spinnern unterwegs seid, ist das nicht ganz so wahrscheinlich, dass da ein Hecht reingeht. Kann natürlich immer passieren am Koori. Das Risiko fährt einfach ständig mit. Und ich denke mal, mit so einem 12-Kilo-Setup ist das schon gar nicht so verkehrt. 12-Kilo-Setup, das Ganze hier oben ringsherum ist natürlich deutlich dicker und fetter. Interessiert eigentlich alles nicht. Schwerpunkt oder das A und O ist natürlich hier das Vorfach. Wenn das Vorfach so dünn und fein ist, dann ist das alles J. Wenn ihr ein feineres Vorfach habt, weil euer Setup noch nicht so schwer ist, das heißt, ihr habt vielleicht eine Rute, die gar nicht so viel trägt oder auch eine Rolle, die gar nicht so viel bremsen kann. Es macht ja alles keinen Sinn, hier auf 12 Kilo zu gehen, wenn man nur 6 Kilo Bremskraft hat auf der Rolle. Man kann natürlich auch mit einem kleineren und feineren Setup sich hier hinstellen. Aber wie gesagt, da wird jede Seeforelle mit 2-3 Kilo wird dann schon ein Kampf. Und da müsst ihr halt überlegen, ob es da nicht vielleicht sinnvoller ist, sich mit einem Belaya-Set einfach zum Belaya zu stellen. Für den Spaß zwischendurch kann man das bestimmt mal machen, aber dann richtig effektiv ist es eher weniger. So, machen wir mal einen kurzen Zwischenstand. Wie war es denn bisher in der Nacht? Ja, hier sehen wir natürlich jetzt die großen Brocken. Allerdings waren jetzt gerade nicht so ganz viele Brocken dabei. Da waren sehr viele kleinere und man sieht hier schon direkt den Unterschied. Die kleineren sind so bei 4, 5 Silber. Das ist natürlich nicht genug und man kann fast sagen, die Hälfte waren jetzt unmaßige. Ich muss mich ein bisschen beeilen, denn ich muss direkt wieder aufs Boot. Insgesamt sind wir jetzt hier in der Zeit bei knapp 100 Silber. Da geht deutlich mehr, gerade wenn man auch noch den perfekten Köder gefunden hat. Für die Regenbogenforelle, dann rasselt das so richtig rein. Zack, schon mal schnell verkaufen und ab wieder aufs Boot. Ich muss noch ein bisschen was rausziehen. Petri, ihr Lümmels, wir sehen uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch, montags, mittwochs und freitags um 19 Uhr.